Der Glaube ist gut, aber eine Absicherung ist deutlich besser. Das denken sich einige Dickfische am Markt, einige große Player, die sich sagen, ja, wir glauben der Fed, die hat ja immer recht, fast immer. Und falls sie nicht recht hat, dann haben wir eine kleine Absicherung im Markt, falls dann nämlich etwas passiert, was die Fed bisher ausschließt, nämlich dass sie radikal auf die Bremse treten muss, weil Inflation ist doch nicht transitory, sondern permanently. Transitory ist natürlich ein weiter Begriff, also vorübergehend, was ist schon nicht vorübergehend im Leben? Eigentlich alles ist vorübergehend, dementsprechend ist das große Problem ja erstens, dass die Fed gar nicht definiert hat, was ist denn vorübergehend, wo setzen wir da die Grenze, dann spricht man von substanziellen Fortschritt, hat nicht definiert, was ist denn substanzieller Fortschritt der Wirtschaft und wir sehen ja, wie die Dinge teilweise heiß laufen, also substanzieller könnte man sagen, geht es nicht. Schauen wir uns aber mal die Absicherungen an, die da am Markt der Fall sind. Sichtbar am sogenannten Skew-Index, das ist ein Index, der die potenziellen Risiken in den Finanzmärkten bepreist. Mit einem Skew-Index kann man sozusagen mit einer Long-Position sich absichern gegen rasante und heftige Kursfälle. Also wenn die Indizes in die Tiefe rauschen, das ist besonders für jene interessant, die sozusagen Long-Portfolios haben, institutionelle Investoren, die müssen ja in irgendeiner Form auch mal eine Absicherung drin haben, falls die Dinge ein bisschen anders laufen, vielleicht ein bisschen vergleichbar der Skew mit dem VIX. Jedenfalls sehen wir, dass dieser Index jetzt auf dem höchsten Stand seit 2018 ist. Also irgendwer macht sich da schon Sorgen, dass diese gute Stimmung, die auch heute in den USA ja so greifbar ist, man feiert diese Reopening Story. Jetzt hat man ein Wochenende gehabt in den USA, wo die Buchungen sehr stark waren in Hotels, wo die Flugreisen deutlich anziehen, gleich mehr dazu. All das schürt diesen Optimismus. Mensch, wir kehren zurück zu einer Zeit ohne Corona. Die Wirtschaft, die läuft super und die Fed hat uns doch erzählt, dass das alles kein Problem ist, dass sie die Dinge im Griff hat. Und wenn die Inflation ansteigt, dann habe sie die Instrumente, um das zu bekämpfen. Ja, das ist das tägliche Gebet, das man hört. Aber so einige Investoren denken sich, na gut, ich kann der Fed ein paar Opfer bringen, aber ich bringe auch anderen ein Opfer. Das ist eine altbekannte Praxis noch im alten Orient. Da hat man sich gesagt, naja, wenn der Gott nicht funktioniert, dann versuche ich bei dem anderen Gott eine günstige Stimmung zu erzeugen. Irgendeiner wird schon klappen und so denkt man sich, okay, die Fed sind ja auch nur Menschen und wenn die daneben liegen und die Inflation dauerhafter ist und dann die Bremse getreten werden muss, dann wäre es vielleicht gut, hier einem anderen Gott in Gestalt einer Absicherung vielleicht ein kleines Opfer gebracht zu haben, möge es etwas bringen. Jedenfalls gab es diesen Stand von 150 beim Skew und wir sind hier über diesem Stand. Gab es seit 1990 erste 15 Mal und 12 Mal war dann die Performance negativ und das ist etwas, also in den nächsten 3 Monaten negativ. Ich muss diesen Tweet mal nochmal genau lesen, obwohl ich mir eigentlich vorher durchgelesen habe, aber wir sehen, also von diesen 15 Mal war die Performance 12 Mal negativ in den nächsten 3 Monaten. Der S&P hat also verloren, das entspricht einer Wahrscheinlichkeit von 80%. Gut. 80% ist auch nur eine Wahrscheinlichkeit, keine Sicherheit. Jedenfalls ist das schon auffällig, dass da manche so ein bisschen doch hintenrum die Zweifel haben, auch wenn man gerne den Fed-Speakern zuhört. Ja, ja, wir haben alles im Griff. Aber heute dann plötzlich eine seltsame Bewegung. Wir haben eine Art Flash-Crash beim VIX gesehen, also bei der Vola-Erwartung, wenn man so will. Und dann wurde die aber ganz, ganz schnell wieder nach oben gekauft und die Indizes sind dann unter Druck gekommen. Der Nasdaq etwa, der schien seinen Widerstandsbereich überwunden zu haben, war schon drüber. Und dann plumpse ging es mal gut 100 Pünktchen wieder zurück. Ist noch nichts Dramatisches passiert, aber es ist schon auffällig, dass da plötzlich dieser kleine Abverkauf kam und diese seltsame Bewegung im VIX. Haben sich da vielleicht auch ein paar Herrschaften eingekauft, die jetzt sagen, besser auf eine steigende Vola mal setzen, wenn hier diese Stimmung so delirant positiv ist. Super Wirtschaft, alles gut, kann uns nichts passieren. Die Retail-Investoren sind wieder dabei, zocken AMC, dazu gleich mehr. Aber sei es drum, wir haben jedenfalls heute
Daten aus der Eurozone bekommen. Inflation ist ein bisschen hotti-hotti. Da sind wir bei 2,0%. Das ist der höchste Stand seit 2018. In Deutschland ja 2,5%. Und es ist faktisch Energie 13% gestiegen zum Vorjahresmonat. Wir hier in Deutschland tragen dazu bei durch diese CO2-Abgabe, durch die Wiederanhebung der Mehrwertsteuer etc. Also auch in der Eurozone passiert ein bisschen was. Und in den USA ist die ganze Geschichte ja schon etwas weiter fortgeschritten. Mohamed El-Erian, Ex-PIMCO-Chef, jetzt Allianzberater, sagt, what I'm seeing suggests it's not simply transitory. Also das, was ich sehe, das ist eher nicht vorübergehend. Ich mache mir Sorgen, dass die Fed so ein bisschen spät dran ist, dass die so ein bisschen hinter der Kurve sind. Und hier auch ein Artikel von Olivier Blanchard, bekannter Analyst, der hier für die Financial Times einen Artikel geschrieben hat. Und der gesagt hat, ja, passt auf, also wenn jetzt wirklich die Preise so steigen, dann müssen die Arbeitnehmer eben höhere Löhne verlangen. Derzeit haben wir ja Labor Shortage, also haben wir praktisch einen Mangel an Arbeitskräften und all das wird eine Spirale dann in Gang setzen, die sich relativ entzünden kann und die kann sich schneller entzünden, als die Fed eben annimmt, so Blanchard. Mal sehen, ob er damit recht hat. Jedenfalls sehen wir heute im ISM, da sagt zum Beispiel, sagen befragte Unternehmen, ja, also diese Global Supply Chain Tightness, also die Supply Chain Tightness, die Lieferketten, Enge, die Schwierigkeiten in Sachen Lieferketten, die Raw Material Shortages, also die Basis, die Materialschwierigkeiten, die Lieferschwierigkeiten, die es auch hier in Sachen Materialien gibt, machen es schwer, wirklich, dass die Businesses so richtig wieder Geschäft machen. Die Nachfrage sei stark, aber was hilft dir das, wenn du deine Güter nicht wirklich, deine Produkte nicht wirklich herstellen kannst, so wie das bei vielen der Fall ist. Und andere sprechen eben explizit von diesen Labor Shortages, also von diesem Mangel an Arbeitskräften. Vielleicht wird es ein bisschen abebben, denn so ab nächster Woche beginnen die ersten Bundesstaaten diese Unemployment Benefits auslaufen zu lassen. Das Ganze wird sich dann je nach Bundesstaat, bis dann die ganze USA diese Regelung hat, dass es gar keine Unemployment Benefits mehr gibt. Das wird bis Mitte Juli dauern etwa. Jedenfalls, viele haben vielleicht noch nicht die Motivation, sich hier einen Job zu suchen. Reicht ja das Helikoptergeld der Regierung? Wir haben beim ISM gesehen, jetzt die Preise 88,0, nach wie vor extrem hoch. Der Vormonat war ja mit 89,6 einer der höchsten Stände ever in Sachen Preisentwicklung. Und hier mal John Hawksworth, der hier sagt, also meine Frau kam neulich vom Einkaufen zurück und sagte, ja, die Preise steigen ja wie crazy, wie verrückt. Da habe ich gesagt, ja, hier, wir haben ja die Inflation von 1,5, könnte sogar über 2% sein. Dann sagte die Frau ihm, und dieser Herr arbeitet im Finanzbereich, you really don't live in the real world, do you? Du lebst nicht in der realen Welt. Also die hat subjektiv mindestens einen anderen Eindruck in Sachen Inflation. Das mal eine anekdotische Herangehensweise an die Geschichte. Aber wir haben die Fed, wir haben das Mantra, macht euch keine Sorgen, legt euch wieder hin. Hier Qualls hier von der Fed, High Inflation wird wahrscheinlich transitory sein. Und wenn sie nicht transitory ist, dann haben wir die Mittel des Praktischen, ne? Kriegen wir wieder in den Griff. Die Herrschaften, die da zuhören müssen, die sind wahrscheinlich jetzt schon frontal auf die Tastatur gefallen vor lauter Müdigkeit. Sven Henrik sagt hier, wenn du die Märkte mal durch den Bullshit der Fed teilst, dann wären alle Indizes schmutzig. Auch das vielleicht mal ein interessanter Ansatz. Hier, wir sehen jedenfalls, dass diese Raw Material Prices, also die Materialkosten, die Inputkosten und Labor Shortages, der Mangel an Arbeitskräften auch in China ein riesiges Problem ist und eben auch inflationstreibend ist. Das haben wir bei den Einkaufsmanager-Indizes auch in China gesehen. Und auch heute sind dann wieder eben Rohstoffe gestiegen, zwischenzeitlich der Bloomberg Commodity Index um über 2%, dann allerdings wieder ein bisschen ein Rücksetzer. Wir hatten Öl mit deutlichen Anstiegen, wir sahen, dass dann Öl wieder zurückkam, dass Gold wieder zurückkam, dass eben auch andere Rohstoffe dann plötzlich wieder so ein bisschen einknicken, vielleicht ein bisschen zu viel Euphorie, könnte man sagen.
Insgesamt sehen wir aber jetzt hier dunkelrot, das globale Handelsvolumen ist jetzt über dem Niveau der vor der Corona-Krise, höchster Stand seit der Erholung, die wir damals im Gefolge der Finanzkrise ab 2008/2009 gesehen haben. Während wir jetzt auf demselben Niveau sind, was die Container-Transporte betrifft. Also hier natürlich klar, da ist dieser Nachholeffekt, dieser Pent-up-Demand, wie die Amerikaner sagen, der greift jetzt voll zu, der schlägt voll rein in Sachen Reisen, Flugverkehr. Hier mal ein Beispiel aus den USA, sind wir schon noch ein Stück weg von vor der Corona-Zeit 2019. Hatten wir jetzt um den Memorial Day, der ja gefeiert wurde am Montag, deutlich mehr Passagiere als derzeit. Aber es ist eben schon ein ganzer Schnaps mehr, deutlich mehr als im Jahr 2020, also die allmähliche Rückkehr. Kommen wir zur Vor-Corona-Normalität, könnte man sagen. Kommen wir zu den Aktienmärkten. Da sehen wir mal eine Aufstellung. Was ist denn eigentlich im Mai passiert? Da sehen wir, Energie ist gut gelaufen, Materials, Financials, Industrials, also diese klassischen Reopening-Inflation-Story-Gruppen, die gut gelaufen sind, nicht so gut Information Technology. Und so sehen wir, dass Value 2,4% durchschnittlich gestiegen ist, während Information Technology eben 0,9% gestiegen ist. Und heute wieder lustiges, AMC gibt 8,5 Millionen neue Aktien aus. Normalerweise ist ja eine solche Kapitalerhöhung negativ für eine Aktie, wie mein Kollege Claudio Kummerfeld hier richtig geschrieben hat. Allerdings hat man seitens AMC dann einem Investor diese Papiere angedient, der dafür mehr bezahlt hat als der Schlusskurs von letzten Freitag. Das Signal war klar, Mensch, wir gehen davon aus, dass der Aktienkurs noch weiter steigt. Da ist eine ganze Meute dahinter, die aus den allerbesten fundamentalen Gründen sich sagt, diese Aktie ist wunderbar, die geht weiter nach oben. Dementsprechend vielleicht kombiniert Gamma Squeeze, Short Squeeze, alles ist dabei, ich hatte es schon mal thematisiert, erklärt sich, warum eine negative Nachricht positiv für den Kurs ist. Positiv war es heute auch für den DAX, der ein neues Allzeithoch markiert hat. Hurra, hurra. Da gab es heute Morgen schon eine Indikation hier mit den Zuflüssen in ETFs, die sich auf Europa fixieren, mit dem größten Zufluss seit vielen, vielen Jahren, seit 2015. Da sind 5,6 Milliarden in solche ETFs geflossen, scheinbar auch in den DAX. Daher sehen wir den Anstieg heute. Allerdings ist der Index dann doch wieder unter die 15.600er Marke gefallen. Und es liegt natürlich auch daran, dass die EZB weiter frisch und fröhlich druckt. Neues Allzeithoch, was die Bilanzsumme der EZB betrifft, 7,657 Milliarden. Damit haben wir 77% des BIPs der Eurozone. Die Fed ist erst bei lächerlichen 36%, die Bank of England bei 39%. Und wir wollen auf jeden Fall noch die Japaner einholen. Die haben es schon auf 133% gebracht. Von der Schweizer Nationalbank, der SNB, wollen wir da gar nicht erst reden, meine Damen und Herren. Also Inflation Transitory, ganz sicher. Nur manche sagen, es ist besser, ich habe eine Versicherung und guck mir an, ob die vielleicht ziehen muss, wenn die Herrschaften bei der Fed und anderen Notenbanken katastrophal daneben liegen. Das wissen wir noch nicht. Das wird genau die spannende Beobachtung sein der nächsten Tage und Wochen. Heute jedenfalls schon ein bisschen Nervosität an den Märkten, nachdem die Stimmung so ungetrübt fröhlich war zunächst. Ging es dann doch wieder ein bisschen nach unten und diese seltsamen schnellen Bewegungen, buff, die deuten schon auf eine gewisse Nervosität. However, jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und ciao.